Also wenn ich morgens komme, dann mache ich erstmal meine große Runde. Wenn wir irgendwelche Leckagen oder Unregelmäßigkeiten feststellen, dann werden Mängelkarten erstellt mit Mängelchips. Die werden dort rangehangen, eine SAP-Rückmeldung wird erstellt und dann wird es so schnell wie möglich repariert. Wasser ist ja der wichtigste Inhaltsstoff all unserer Getränke. Deswegen hat es eine sehr hohe Bedeutung für uns. Wir kümmern uns einmal um, wo kommt das Wasser her, also die ganze Quellanalyse bis über den gesamten Produktionsprozess, aber eben auch das Abwasser in der Qualität und in der Quantität. Der Wasserverbrauch wird natürlich über Zähler ermittelt. Ich kontrolliere den Wasserverbrauch und alle möglichen Verbräuche und versuche dann im Endeffekt jeden einzelnen Prozess komplett zu verstehen. Das heißt, ich kontrolliere es, ich gucke mir den Prozess an, ich versuche eine Optimierung zu finden und dann berechne ich diese Optimierung. Man fängt immer ganz unten an, wo kann ich das meiste einsparen und arbeitet sich dann zu den kleineren Projekten hoch, wo dann die Erwartung der Einsparung geringer und geringer wird. Logischerweise ist Wasser der Hauptbestandteil unseres Produktes. Darüber hinaus müssen wir im Mehrwegbetrieb auch die Flaschen reinigen, die Kisten reinigen. Wir haben Reinigungsprozesse für Tanks, für Anlagen und da wird halt überall Wasser verbraucht. Wir haben eine Wassereffizienzkennzahl. Wir messen, wie viel Wasser wir pro Liter Fertiggetränk an Wasser in unseren Prozessen verwenden. In 2010 lag diese bei über 2 Liter pro Liter Fertiggetränk und wir haben es geschafft, in 2019 auf 1,72 runterzugehen. Also haben wir schon viele Prozesse, besonders in den Mehrwegbetrieben, optimiert und verbessert. Da werden wir natürlich weitermachen, um auch in Zukunft noch effizienter zu werden. Wir haben hier in Mölln insgesamt 38 Wasserzähler im Einsatz und wir tracken die mindestens monatlich, um da den Wasserverbrauch halt feststellen zu können. Ich gucke mir ja dann die Auswertung an in unserer Wasserverbräuche und versuche dann festzustellen, wo man vielleicht noch wo Potenzial ist, wo man vielleicht noch was einsparen kann. Ich habe zum Beispiel durch mein Monitoring festgestellt, dass der eine Kistenwascher zu viel Wasser verbraucht und bin dann mit einem Kollegen vor Ort gegangen, habe mir das vor Ort angeguckt, haben halt festgestellt, dass die Schwimmer kaputt sind. Dadurch, dass sie kaputt waren, wurde halt kontinuierlich Wasser nachgespeist. Und sowas kann man halt gut in seinem Monitoring dann feststellen, wenn eine Anlage auf einmal das Dreifache verbraucht, weil sie halt einfach 24/7 durchläuft und ständig Wasser wegläuft. Autonome Instandhaltung, dass unsere Mitarbeiter selber die Ventile warten, das hat uns auch einen Riesenschritt vorwärts gebracht, weil halt einfach die Mitarbeiter selber mehr über ihre Anlage wissen und mehr verstehen. Oder halt auch mit der Leitungsbeschriftung, dass man halt schneller rausfindet, wo die Leckagen herkommen. Und das hilft uns natürlich auch, um Kosten zu senken und halt auch um Wasser zu sparen. Ich würde sagen, insgesamt steht Coca-Cola sehr gut da, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben halt viele internen Standards, die über den gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Wir wollen ja auch in Zukunft noch wassereffizienter arbeiten. Aus dem Grund haben wir eine Roadmap entwickelt, um auch die richtigen Prioritäten herauszufinden, damit wir dann auch Investitionen dort tätigen, wo sie am nötigsten gebraucht werden. Am Standort Getzhagen, Thema Nachhaltigkeit, ist für mich herausstechend die neuen Module für die Nanofiltration. Das war nicht günstig, aber die Investition wurde getätigt und hat uns auch im Wasserwert sehr geholfen. Ich würde sagen, wir stehen sehr gut da. Im Wassermanagement haben wir noch eine große Herausforderung bei der Bandschmierung von der neuen Glaslinie. Da haben wir wirklich ein hohes Potenzial, um den Wasserverbrauch zu senken. Gerade in einem Mehrwegbetrieb sind halt irgendwo auch die Grenzen gesetzt. Wir müssen halt die Flaschen reinigen und da kommen wir halt nicht drum rum. Bei uns am Einwegstandort haben wir keine großen Wasserfresser, deswegen zählt bei uns jeder einzelne Tropfen. Am Ende geht es um wenige Milliliter. Das mag sich wenig anhören, aber bei 3,8 Milliarden Liter Getränkevolumen ist das viel.